Hallo und herzlich willkommen zu Dead Space 3, Folge 41. Wir sind auf der Jagd nach Danek in Sack. Ja, haben auch noch einen Superbot, aha, den wir auch nochmal loswerden sollten. Irgendwo ist da was. Da, ne? Ja. Okay. Irgendwie seht ihr nix. Ah. Das komische Mistding. Ich glaube, das ist gut. Da ist doch noch einer. Ja, genau, nimm die Leiche. Ist okay. So, gehen wir mal ein Stück ran. Oh. Aha. Na? Ist er mit dem da hinten noch glücklich geworden oder nicht? Ach, das ist. Ah, jetzt sind wir hier. Mhm. Oh, da hat doch mal einer hier ein bisschen was dran. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, die Waffe macht wirklich ein bisschen mehr Damage. Das wirkt auf jeden Fall so. So, dann mal runter. Hinterher. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was? Wahrscheinlich. Das könnte man eventuell so. Das zielt oder nicht mal richtig. Was explodieren auf dem Weg? Was? What the heck? Was ist da? Wow! Oh shit, 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 shit. Nein! Nein, 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 nein! Genau rein. Genau rein. Okay. Das ist doch so ein, wie wir geweckt haben. Ist das da nicht sogar? Du bist weg. Fall runter, du Sau. Haben wir nochmal ganz gut gestanden. Ja, ich darf schon wieder nicht zählen, ja. Das sieht er erstmal. Holy moly. Ich frag mich mal gerade, wo die jetzt auf einmal alle herkommen. Ah, bisschen schwer, der Typ. Na gut. Dann lassen wir das. Kriegen wir die noch? Das würde ich ja jetzt scheiße finden, oder nicht? Dann halt nicht. Nehmen wir die da. Ist auch gut. Ich hab da hier irgendwie einen Fussel im Mund. Nee. Textlock. Nee, Sperrgewehr. Okay. Eine Bauanleitung. Schwerer Standardrahmen. Oh Gott, ja, der ist ja noch unterwegs. Mal eben kurz das Inventar überprüfen. Auch uns geht es eigentlich noch ganz gut soweit. Na gut. Danek, du Sau. Ja. Was erwartet uns hier? Och nö. So werden die Lava über uns. Na ganz super. Bin begeistert. Kann man das Ganze nicht irgendwie. Eieieiei. Ha. Aufgefallen.
Alter. Was ist denn das? Nein. Ah, gar nicht vorwärts hier. So. Hm, ist er runtergefallen? Okay. Uns. Was zu erwarten, dass da wieder was kommt. Nein, 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 bloß mal weg. Ich glaube, ich kann. Stop. Wunderbar. Hey, der wurde zerstückelt. Hihi. Okay. Au. Boah, ist das fies. Hihihi. Dem geht's nicht so gut. Da müssen wir durch. So. Hihi. Na. Der macht kaputt da. Blöde Seil. Autsch. Autsch. Das tut doch weh. Aua. Wo ist denn der Rest? Alle tot. Isaac Clark hat den Rest erschossen. Dann fordert Verstärkung an! Aber wie sollen sie uns erreichen? Wir können die Lüftungssysteme von hier aus öffnen. Macht einen Weg frei für die Landungsschiffe. Sofort! Okay. Das sind denn also dicht auf den Fersen. Isaac, alles in Ordnung. Carver, er ist hier. Er will zur Maschine. Kommen Sie an ihn ran? Ich versuch's. Finden Sie einen Weg in die Stadt. Ich hoffe, wir treffen uns unterwegs. Aha. Woher weiß er, dass es eine Stadt ist? Naja. Keiner Hellseher ist er also. Da zumindest. Ah, okay. Hier ist eine Bank. Das hat sie eigentlich nicht so gewollt. Aber egal. Platz da. So. Uiuiuiui. Kleine Verschnaufpause. Das ist doch schön. Das ist auch gut. So. Erstmal auseinandernehmen den Mist hier. Gut. Oh, brauchen wir eigentlich nur einen. Ach komm hier. Ich brauche schon mittlere. Wenn er große haben kann. So. Was willst du hier von mir? Ich kann wieder einen freischalten, sagst du? Zwei sogar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Feuerrate nehmen wir nochmal mit. Ja, dann brauchen wir jetzt nochmal 40 Wolfram. Okay. Zack. Was liegt denn da? Aha. Da haben wir ein Artefakt gefunden. Irgendwas Tolles, was dabei steht. Oh ja. So. Das ist der Rest. Gut. Ja. Ich würde mal sagen, weiter. Scheint jetzt nichts mehr zu sein. Ach, haha. Da war doch was. Okay, das scheint irgendwie direkt hier zu sein. Kann ich nicht hinkommen? Na, egal. Das wird das schon regeln. Okay. Schauen wir natürlich auch nochmal rein. So. Scroll.
kommt der letzte Part wahrscheinlich. Ne? Doch. Ja. Dann machen wir mal weiter. Was ist denn das? Egal. Hier liegt mal wieder eine Menge Stuff rum. Der missgestaltete Mond im Orbit. Er steuert die Marke. Er ist das Endstadium der Kreaturen. Oder könnte es werden? Die Bewohner dieses Planeten konstruierten eine Maschine, die den Mond in der Entstehung festfuhr. Aber das reichte nicht. Auch halbfertig kommuniziert das Signal des Mondes mit den Markern zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt inmitten aller Sterne ein Netzwerk aus Geschwistermonden. Jeder Vervollständigte vernetzt sich damit und macht sie auf sich aufmerksam. Vervollständigt sich dieser, kommen seine Brüder auf der Suche nach Nahrung. Aber es gibt Hoffnung. Die Konfiguration der Maschine wurde nie beendet. Sie sollte den Mond nicht einfrieren, sie sollte ihn zerstören. Sie brauchen den Kodex. Als Schlüssel die Maschine zu entsperren und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und beenden Sie diesen Albtraum. Okay. Aber haben Sie das gehört? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur richtig konfiguriert werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Kodex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Aber Serrano hat den Durchgang mit Alien-Hieroglyphen versiegelt. Ich sehe mich mal um, ob wir sie umgehen können. Mhm. Okay. Also erstmal diesen Pfeil. Oh Gott, hat sich das strange schon. Und den. Und den. Hab ich das richtig gesehen? Jupp. So. Das hört sich ja echt nicht so prall an mit diesen Markern. Muss man ja mal sagen. What the heck? Mein Gott. Heilige Scheiße. Das muss das Zentrum sein. Und das muss die Maschine sein. Die Arbeit. Versprechen Sie mir bitte was. Wenn ich auf der Strecke bleibe, bringen Sie es zu Ende, ja? Wir bringen es zu Ende, Carver. Sie und ich. Ja, aber wenn ich nicht... Ich habe uns hierher gebracht und... Das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Für... Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie ruiniert. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Leid wegen Ellie. Mir auch. Mir auch. Hier lang! Schaff das Geröll zur Seite! Hey, da ist Danik. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, oder? Und jetzt holen wir uns den Codex. Oh yeah. Zack, zack, zack. Boah, bleib mal ganz geschmeidig. Danik, Sie müssen damit aufhören. Isaac, sind Sie das? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Danik, wissen Sie von dem Mond? Wissen Sie, was er ist?
Teil dieses wunderbaren Ökosystems, schätze ich. Er ist lebendig, Danik. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen wird? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik, hören Sie mir zu. Danik, hören Sie mich. Arschloch. Genau, bin ich auch. Arschloch. Was ist denn das? Hä? Wie? Was ist denn das? Hä? Ist das ein Detonationspack oder so? Was ist mein... Oh, mal da. Zack. Naja. Was machen wir denn jetzt damit? Können wir doch bestimmt irgendwas in die Luft jagen. Oh, naja, da hinten. Das sieht echt schon geil aus hier. Und da unten nicht so wirklich, aber da so mit dem Licht. Sieht schon nett aus. So. Wow. Lamm. Okay, jetzt gehen wir also wirklich in diese blöde Stadt rein. Ist noch mal was, was wir sprengen müssen? Isaac, da ist er! Derek! Er schießt sie! Tja, sag, ey. Arschlöcher. Ach da, ich hatte gerade was gehört. Ja, das wollten wir eigentlich nicht. Nee, das auch nicht. Gibt's mehr. Kein Loot. Schweinerei. Das ist doch eine Schweinerei. Also hier kriegen wir nochmal eine Bombe. Mal, der hat uns noch nicht entdeckt. Interessant. Ach, das ist das Kara. Mhm. Entschuldigung. Da ist noch mal was aufgetaucht. Ein Artefakt. Was muss denn das sein? So. Scroll. Und der Rest. So. Das sollte reichen. Dann wollen wir mal sprengen. Das ist schon wieder einer von diesen großen. Siehst du ihn? Ja, da ist der Mann. Halte ihn um jeden Preis auf. Was denn? Isaac, er entkommt! Warten Sie! Aha. Ich habe einen Plan! Ja, toll. Kriegen wir da jetzt noch eine raus, oder? Echt, ja. Toller Plan. Das ist ja mal, ne? Also, Hammer! Hammer Plan. Also, da wird niemals irgendjemand drauf gekommen. So, zack. Wenn man das schon nicht testet. Wow, schleppen. Toll. Aha. Der Codex! Scheiße! Hab sie! Wessen Scheißplan war das eigentlich? Gebt ihn mir! Scheiße, sind sie schwer! Oh, Isaac, sie rutschen ab! Isaac! Oh no! Nein, wir haben den Codex. Hier drüben! Wo denn? Oh, scheiße! Wir treffen uns an der Maschine! Also zur Maschine hin. Schauen wir uns nochmal hier. Ja. Dun, 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 dun. Ja, damit sind wir dann aber auch schon wieder am Ende der Folge. Zwischen diesen Morkern stehend.
Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Dead Space 3. Auf bald!